Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Rune Factory 4 und ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich umsonst und würden mir sehr helfen und würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abonnement und ein Daumen nach oben da lasst oder wenn ihr mich einfach mal irgendwelchen Freunden von euch empfehlt. Vielleicht wachsen wir dann noch weiter zum größten YouTube-Kanal aller Zeiten. Aber auch egal, wie extrovertiert ich hier gerade rede oder wie extravagant und nach außen ich spreche, möchte mal ganz kurz sagen, im letzten Part bin ich zum Ende sehr, sehr leise geworden. Das lag daran, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe. Und ich nicht ganz genau wusste, wie ich jetzt damit umgehen soll, dass ich auf einmal so Schmerzen habe im Kopf. Und jetzt habe ich immer noch Kopfschmerzen. Ich habe jetzt 2 Schmerztabletten genommen. Hoffe, dass es ein bisschen besser wird während des Parts. Seid mir nicht böse, wenn ich vielleicht ein bisschen ruhiger bin. Wirklich. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, ihr mögt es lieber, wenn ich mehr rede und so oder auch singe und na, alles das. Ihr wisst ja, wie meine Let's Plays sonst sind. Ich weiß ja, was ihr mögt. Ich weiß ja, was ihr gerne guckt. Sonst würdet ihr mich ja nicht abonnieren und einen Daumen nach oben geben und so weiter. Aber verzeiht mir bitte, wenn das heute vielleicht nicht ganz so, ganz so musikalisch wird. Ich habe jetzt sowieso jede Menge zu tun auf dem Feld und so, von daher. I did it. Abenteuer haben wir ja hinter uns gebracht. Sprich, wir haben jetzt ja eh nur noch Ernten und, wässern und warten, bis wir dann irgendwann die Information bekommen, wo wir als nächstes hin müssen. Wir können natürlich noch mal ein bisschen Holz sammeln gehen, das können wir machen. Aber da habe ich auch zum Beispiel im letzten Part jetzt mega lange gebraucht, um darüber nachzudenken, was wir jetzt als nächstes tun können. Und dann kam ich auf Holz und dann bin ich wieder abgelenkt worden und ich konnte nicht so richtig Gedanken fassen. Wie gesagt, ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen besser, noch dröhnter Kopf, aber für euch da draußen tue ich alles. Morgen geht es mir ja wieder bestimmt wieder besser und dann... Oh ja. Wenn ihr das hier seht, dann müsste eigentlich schon der zweite Part My Time at Sandrock rausgekommen sein. Ich glaube, das ist immer am gleichen Tag wie Rune Factory. Ich merke gerade, dass ich manchmal so ein bisschen komisch spreche. Das liegt glaube ich auch an den Schmerzen. Ich kann mich gerade nicht so ganz konzentrieren, ich muss auch sprechen. Aber My Time at Sandrock müsste gerade eigentlich schon laufen auf YouTube, hoffentlich. Ich hoffe, da habt ihr Spaß dran. Ist ein schönes Spiel, ist besser als der erste Teil. Und ich weiß vielleicht, der ein oder andere ist vielleicht ein bisschen... genervt dann davon, dass ich die ganze Zeit davon spreche, dass der erste Teil nicht so gut war wie das jetzt und etc., ne? Weil die Leute vielleicht den ersten Teil super geliebt haben, aber muss halt schon einfach zugeben, dass der zweite Teil jetzt hier schon deutlich besser ist. Also nicht hier, sondern My Time at Sandrock. Ich weiß, ich rede wieder in Rune Factory über andere Spiele, aber was passiert denn, wenn man so langweilige, monotone Arbeiten nicht macht? Ich kann ja nicht viel über das Spiel gerade erzählen. Wir wässern. Also erzähle ich einfach ein bisschen was anderes aus meinem Leben und mein Leben ist halt derzeit vor allem 2 Dinge. Arbeit und Programmieren und Let's Plays. Wie mache ich gerade? Das klingt so traurig, oder? Aber ich mache das ja gerne für euch. Für euch und für mich. Ich spiele ja auch gerne. Sonst würde ich halt alleine spielen, ne? Gut, vielleicht würde ich noch ein paar andere Dinge tun, aber... Naja, es kommen wieder Zeiten, wo ich wieder weniger Projekte habe, wo ich wieder mehr Zeit für mich habe. Oder wo ich einfach... Wie ihr schon wisst, wenn ihr andere Let's Plays von mir geschaut habt, wisst ihr ja sowieso schon, dass ich die letzten 6 Wochen in der Woche gar nicht aufnehmen konnte, weil ich die ganze Zeit den Gerichtsprozess geguckt habe, außer Freitag. Freitag, Samstag, Sonntag konnte ich aufnehmen. Und das war echt stressig, die Zeit. Das ist ja jetzt zum Glück vorbei. Der Gerichtsprozess Depp vs. Hurt ist ja jetzt durch. Soweit erstmal. Also, durch ist auch die falsche Ausdrucksweise. Es gibt noch das Urteil, was noch kommen wird. Aber sonst ist es soweit durch. Und das ist ja schon mal gut, weil das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel morgen My Time at Sandrock wieder aufnehmen. Wir schreiben nämlich heute gerade Sonntag vor 3 Tagen. Ich glaube, ich hatte es mit Mittwoch, wenn das Video rauskommt. Das heißt, am Sonntag, genau. Am Sonntag davor nehme ich gerade auf. Ja. Und morgen, also am Montag, also quasi vorgestern, kann sein, dass wir dann wieder My Time at Sandrock gespielt haben. Ich glaube, die Fee droppt gar nichts, oder? Wenn die hier drin ist. Hier liegt ja gar nichts. Naja, nicht schlimm. Aber es wird langsam besser übrigens. Das ist so ein bisschen... Mein Nacken tut auch irgendwie gerade so ein bisschen weh, aber... Ich glaube, das kriegst du nicht mit Ibuprofen weg, gerade. Das sind Schmerzen, da bräuchtest du härteres Zeug, so Opiate oder so. Das sind auch Schmerzen, die ich nicht regelmäßig habe oder so. Das kommt durch die Kopfschmerzen, glaube ich, das strahlt einfach in meinen Hals mit rein oder so. Ich weiß es da auch nicht. Aber langsam wird es wieder etwas besser, Mann. Da. Ich muss noch ein bisschen zurückhalten singen. Also tut mir nachher selber weh. Aber ich höre mich auch selber die ganze Zeit auf dem Kopfhörer. Ne? Also vielleicht tut mir dann auch einfach selber weh, wenn ich dann so laut singe. Ich weiß es doch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich hoffe, dass ihr mir verzeiht. Na, falsch rum. Ich weiß, dass ihr mir verzeihen werdet. Weil ihr tolle Menschen seid. Und ihr dafür Verständnis haben werdet. Das weiß ich.
Ihr habt ja auch Verständnis, wenn man ein Part Breath of the Wild nicht kommt und sowas. Auch wenn ich versuche, dass das nicht passiert, aber... Ich mache mir da halt oft auch einfach viel zu großen Kopf. Dass immer alles pünktlich kommt. Vielleicht ändern wir auch einfach mal das komplette Upload-Schema bei YouTube. Ich weiß gar nicht, aber doch, regelmäßig ist schon wichtig, weil ich glaube, ihr wollt schon... Klar, regelmäßig mit mal vielleicht kommt mal am Tag was nix, aber ich glaube nicht, dass ihr wollt, dass meine Videos komplett random kommen, oder? Dass einfach mal 5 Tage kein Zelda kommt und dann kommt wieder ein paar Parts Zelda und so weiter. Ich glaube, sowas würdet ihr nicht wollen, oder? Das ist, vielleicht ein paar würden dann sagen, ja, würde ich trotzdem gucken, aber ich glaube, die meisten Leute würden dann sagen, nee, das ist mir zu unregelmäßig. Ich möchte ja schon wenigstens irgendwie wissen, dass meine paar Parts, so 5 Parts in der Woche oder so aus Zelda kommen. Das wäre die einzige Möglichkeit, das hier zu verhindern, dass ich manchmal wie nennt man das? In die Downs reinkomme hier gerade. In dem ich gerade ein bisschen stecke, mit Kopfschmerz und allem und ein bisschen gestresst und alles. Und das zu verhindern, dass das passiert, da muss ich, glaube ich, dann ganz, ganz anders hochladen. Ich glaube, das wäre auch nicht gut. Das wäre nicht gut, weil YouTube läuft da gut. Ich bin ja auch froh darüber, dass YouTube so gut läuft. Vergleichsweise. Klar, ich habe jetzt nicht viele Aufrufe, ich habe jetzt nicht die meisten Aufrufe, aber mittlerweile muss ich sagen, ich glaube, es war sogar Rune Factory, wo ich mal darüber gesprochen habe, wie viele Aufrufe ich habe, dass ich ja meist nur so 5 bis 10 habe. Mittlerweile habe ich halt schon 10 bis 20. Das ist halt schon verdoppelt. Das ist schon... Also, ich finde das super. Ganz ehrlich, ich finde das toll, dass ihr meine Videos schaut. Ich finde das toll, dass ihr das hier feiert, was ich mache und dass ihr das spiele. Das ist super. Vor allem, wenn ihr auch eben so Spiele wie das hier zum Beispiel anguckt, was ich sehr gerne mag. Freut mich, dass es da draußen Leute gibt, die auch so viel Freude und Spaß an so einem Spiel hier haben. Weil das Ding ist auch einfach, das ist schon immer ein Nischenprodukt hier gewesen. Das war schon immer ein Spiel für die Nische. Die haben nie viel Geld gemacht mit diesem Spiel, leider. Deswegen sind sie auch insolvent gegangen. Weil das Spiel nicht so viele Leute kaufen, tatsächlich. Es gibt nicht so viele Fans von dem Spiel hier, leider. Auch von Harvest Moon. Man sagt immer, ja, Harvest Moon, das ist doch das Farming-Spiel. Aber das Problem für mich, glaube ich, oder was ich glaube, was Harvest Moon auch hatte, ist, A, es hat sich nicht wirklich viel weiterentwickelt, leider. Wenn ich jetzt heute dieses Pioneer Town etc., dieses neue Ding, wenn ich mir das angucke, es sieht für mich immer noch aus wie ein Harvest Moon von vor 10 Jahren. Also nicht optisch, sondern von den Spielmechaniken. Auch Rune Factory, seien wir mal ehrlich, hat sich das Spiel jetzt viel verändert seit den vorherigen Teilen? Also vielleicht so kleine, leichte Innovationen, ja, aber nicht so wirklich krass was Neues, ne? Es ist halt wieder mehr vom Gleichen. Vielleicht nochmal ein bisschen was verändert, ne? Aber es ist auch nicht so krass anders. Das muss man halt leider auch mal sagen. Und das ist halt vielleicht so ein Grund, warum das Spiel, weiß ich nicht, vielleicht verliert sie auch Fans mit der Zeit, weil ich meine eigentlich, dass es früher schon sehr beliebt war. Es kam ja auch schon mal auf der PlayStation, glaube ich, PlayStation Portable, glaube ich, kam auch schon Rune Factory, glaube ich, raus. Es gab das schon für viele Konsolen. Aber ich denke, es würde ein Spiel gut tun, wenn es auf dem PC rausgekommen wäre früher und sich da eine Fanbase hätte aufbauen können. Mittlerweile kommen die Spiele auf PC raus, was vermutlich daran liegt, dass sie halt, ja, diese finanziellen Probleme haben. Verständlicherweise, dass man dann versucht, andere Märkte zu erschließen. Was ja gut ist, ich freue mich, wenn es mehr Rune Factory Spiele geben wird. Ich freue mich, wenn es mehr Harvest Moon Spiele geben wird. Ich freue mich, wenn es mehr Spiele von dem Entwickler geben wird. Immer. Deswegen finde ich es ja gut. Also ich finde es gut, wenn das so ist und so. Also wenn das auf mehr Plattformen kommt. Außerdem finde ich es gut, wenn das Spiel mehr Fans findet. Das ist auch so ein Ding. Weil das ist halt schon ein Spiel, was ich sehr gerne mag. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht jeden Teil immer durchgespielt habe, etc. Ich habe trotzdem viel Spaß daran. Selbst wenn ich jetzt heute aufhören würde, würde ich immer noch sagen, wow, Rune Factory 4, voll geil. Auch wenn ich es nie durchgespielt habe dann. Weil du spielst ja trotzdem viele Stunden dieses Spiel. Du hast ja trotzdem sehr, sehr viel Zeit mit dem Spiel verbracht und Spaß gehabt in der Zeit. Deswegen hast du natürlich trotzdem schöne Erinnerungen. Es gibt viele Leute, die das Spiel, glaube ich, nie durchgespielt haben. Weil es gibt eben so eine kleine Mechanik im Spiel, die ein bisschen doof ist, wenn ich ehrlich bin. Der dritte Akt kommt wohl irgendwie so gewisserweise random, ne? Also, oh, was war das denn? Ein Sick-Soldat. Ach doch, wir wussten schon, dass wir hier hin müssen. Ah, okay. Oh nein. Was willst du jetzt tun? Volcanon, komm bitte her, Mist. Vielleicht finde ich einen anderen Weg hinüber.
Ich sollte Arthur kontaktieren. Ah, okay. Bam, badadam. Aber wir waren doch schon mal vorher da drüben. Aber gut. Jetzt müssen wir das. Nee, ich mache echt kaum Schaden. Oh, aber das könnte gutes Zeug sein. Alolita Kopfputz, okay. Ah. Oha, viele, viele Steine. Ja, langsam geht's wieder ein bisschen besser. Aber ich muss aufpassen, ne? Weil selbst wenn es mir jetzt besser geht, also wenn ich jetzt wieder anfange, richtig abzugehen und so, dann kann es auch sein, dass es trotz Schmerzen mit einem wieder schlechter geht. Deswegen machen wir einfach ein bisschen gemütlicher heute. Ich hoffe auch, die Stimme ist laut genug, weil das Spiel ist sehr laut immer. Das Spiel ist leider immer sehr, sehr, sehr laut. Und die Musik ist leider immer sehr unterschiedlich laut. Das sind so Sachen, die ich ein bisschen schade finde im Spiel. Und man kann die Musik auch nicht runterregeln. Man kann nicht einzeln sagen, die Musik müssen runterregeln. Das sind so kleine Dinge, die mich halt schon auch groß stören bei dem Spiel, muss man ehrlich sagen. Sowas muss halt nicht sein. Ich muss mal ganz kurz was machen, weil ich habe mein Skype nicht an. Mein Skype muss immer an sein. Es kann immer sein, dass mich jemand anschreibt von der Familie und das ist wichtig. Das ist dann wichtig. So. Tut mir leid, das habe ich ganz vergessen, als ich vorhin das System gestartet habe, weil bei Deathstorm mein ganzer Rechner abgeschmiert ist. Ach ja. Dinge passieren schon mal. Das Feld machen wir komplett leer. So, teleportieren. Was? Geh weg damit. Teleportieren, teleportieren, teleportieren. Wir wollen noch mit Arthur sprechen, wenn es möglich ist. Vielleicht noch Brot holen. Wir können ja noch Waffenbrot holen, glaube ich. Medizinbrote können wir auf jeden Fall auch noch holen und Kochbrote auch. Eine Medizinbrote haben wir, glaube ich, schon aufgebraucht. Also, da haben wir alle Rezepte derzeit. Wir müssen mehr Medizin herstellen dann. Oh, shit. Wir können sie auch gerade nicht mitnehmen. Was ein bisschen problematisch ist. Tempura, gekochter Kürbis, Joghurt, gegrillter Schnapper, gegrillter Lampen-Tintenfisch, heiße Schokolade, lecker, lecker, lecker. Und Risotto. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz was gucken, dass wir irgendwie was wegschmeißen, irgendwas. Sowas wie das hier. Grünes Gras, weg damit. So. Der Arthur sitzt leider nicht mehr hier. Wo ist der denn gerade? Ich sehe ihn nicht. Was steht der hier? Da ist er doch. Hi Potato, ich bin froh, dich heute zu sehen. Hä? Vielen Dank. Potato, konntest du die Runenkugel in deinen Besitz bringen? Noch nicht. Oho, in jedem Fall solltest du dich nicht übernehmen. Also, eigentlich muss ich dich um einen Gefallen bitten. Was ist das? Offenbar bin ich bei meiner Verfolgung der Six in eine Sackgasse geraten. Und die einzige Möglichkeit weiterzukommen scheint über den Luftweg zu sein. Oho. Dann werde ich versuchen, sicherzustellen, dass du ein Luftschiff verwenden kannst. So kannst du einfach zu deinem Ziel Zugang zur Meierstraße fliegen.
Danke vielmals. Gern geschehen. Außerdem habe ich etwas zu berichten. Ich habe die königliche Hauptstadt über die aktuelle Lage und mögliche Gegenmaßnahmen benachrichtigt. Die Verstärkung sollte bald eintreffen. Zuerst gab es viel Verwirrung wegen allem, was mit Lady Ventusville passiert ist. Aber sie scheinen jetzt wieder einen ausreichend klaren Kopf zu haben, um die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie viel Macht die Sechs haben und wie wir dem entgegenwirken können. Also, Potato, bitte gib dein Bestes, um die Sechs zu finden und Lady Ventusville zu retten. Das werde ich. Ich sollte jetzt zurück an die Arbeit gehen. Arthur, bitte beschütze die Stadt und all ihre wunderbaren Bewohner. Bitte pass auf dich auf, Potato. So, eine Sache habe ich schon mal gelesen. Guten Abend, Eckbert. Eine Sache hatte ich schon mal gelesen, dass wir wohl sehr viel Elementarschaden mitnehmen sollten hier. Wir haben ja Feuerwälder zum Beispiel, weil die Gegner wohl stark gegen physische Angriffe sind. Ich bin gespannt. Das sehen wir dann, ja. Ganz so lange mache ich übrigens nicht mehr Eckbett. Ich habe Kopfschmerzen. Aber es geht gerade einigermaßen. Ich habe Schmerztabletten genommen. So, wir gehen jetzt einfach mal schlafen. Ja, wir gehen schlafen. Da gucken wir mal, ob wir dem Six Imperium auf die Schliche kommen können. What should I do today? So. Jetzt können wir erstmal ernten. Oh ne, wir können gar nichts ernten, wollte ich gerade mal sagen. Wir können gar nichts ernten, weil unser Inventar noch voll ist. Schnell mein Inventar entleeren. Da muss es nämlich sein. Da, die, da, 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 da. Ja, das Inventar muss frei sein, damit wir schöne Sachen machen können mit all den Sachen hier, die wir gerade auf unserem Feld haben. Oh nein, das Holz wollte ich nicht da reinpacken. Da, 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 da. Puschelgras. Und nix Holz da rein. Mann, Mann, Mann. Potato. Was steht da? Liebe, Resistenz? Okay. Resistenz gegen Liebe. La, 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 la. Ja, das passt ja zu meinem echten Leben. Da bin ich mir auch ganz schön resistent Liebe gegenüber. Ich bin nur voller Hass. Nein, ich lüge nur. Keine Sorge. Ich mach doch nur Witze. La 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 la. La la la. Das Problem ist, ich wollte jetzt zum Six Imperium. Das können wir schon mal knicken, weil wir jetzt jede Menge kochen müssen und jede Menge neue Sachen anpflanzen müssen und dies und das und jenes. Wir haben super viel zu tun. Das wird richtig schöner Spaß hier. La 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 la. La la la. La la la. Da da da. Da da da. Da 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 da. Okay, dann nehmen wir noch die Orangen mit. Aber das meiste ist immer noch nicht gewachsen, aber hier wird alles voll sein. So, dann bestellen wir schon mal die Felder hier neu. So. Und dann gieße ich auch direkt schon mal nehme ich die AP hier mit und das Skill ab. Das Spiel mich ein bisschen foppen. So viele Dinger hier. Oh. Ja, gut. Dann ist es jetzt leider so. Da, da, da. Da, da, da. Da mussten wir die alle aufnehmen. So, dann sehen wir mal hinein und schmeißen alle unsere schönen Jamswurzeln da rein. Ach stimmt, unser Inventar ist voll, weil ich dumm bin, weil ich eigentlich das Holz und sowas hätte schon in die Kiste tun können. Ich war gerade so verwundert, warum unser Inventar schon so voll ist. Die Ernte so gut? Nee, nee. Die Ernte war nicht so gut. Ich war einfach nur sehr dumm. Also alles beim Alten hier bei mir im Let's Play.
Alles beim Alten. So, jetzt können wir wieder ernten gehen. Mal neues Wasser für gleich. So, dann gießen wir nochmal direkt hier das ganze Feld. Ups, und dann bestellen wir hier auch nochmal alles. Und dann gießen wir noch den Rest. Holen wir neues Wasser. Und dann machen wir den Rest vom anderen Feld fertig. Gießen wir nochmal alles und dann nehmen wir das Ding hier auf. Den Orb. So, RP wieder voll. Dann gehen wir jetzt nochmal Saatgut kaufen, glaube ich. Ja, wir können heute Saatgut kaufen. Jetzt muss ich überlegen, wie viel Saatgut wir brauchen. Keine Ahnung. Boah, jetzt rechnen. 6 mal 3 mal 4. 3 mal 4. 3 mal 6. 12, 18 mal 4. 40 plus nochmal 40 minus 8, ne? Also 72. Das wird schon passen. Ein paar haben wir ja noch geerntet. Ein bisschen Saat für das andere Feld dann. Das sollte eigentlich hinhauen. Okay, wird doch ein bisschen knapper, aber vielleicht haben wir noch in unserer Lagerkiste irgendwas. Moment, nochmal eben sortieren.
4 Stück fehlen uns, ne? Ich will auch das Futter da unten mal wieder vollständig machen. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Saatgut haben. Die Rüben, aber ja. Da ist noch was und hier für Futter. Badadam, badadam, badadam. So. So, perfekt. Alles wieder bestellt und alles gesät. Alles gewässert. So muss es sein. So lobe ich mir das, meine lieben Freunde. So lobe ich mir das. So muss es sein. Dadidam, badadam. Wie sieht es eigentlich gerade mit dem Dünger hier oben aus? Oh, kommen wir zum Stufe 20. Okay, wir sollten mal wieder ein bisschen was da reinpacken. Haben wir ja genug an Zeug hier drin, ne? Aber wir das auch nutzen können, um Medizin herzustellen. Lass mal ganz kurz Medizin gucken. Was können wir da so alles herstellen? Wir müssen auch Medizin leveln. Das wird immer wichtiger mit der Medizin. Ist einfach so. Also es wird immer, immer wichtiger. Benötigte AP 400. Was ist denn hier los? Herr Schwede. Wir haben nur... Wir haben ein Medizinkraut und ein grünes Gras. Wir haben noch ein grünes Gras in unserem ganzen Ding hier drin. Okay, wir müssen mal grünes Gras sammeln demnächst. Aber ich glaube, das Unkraut und sowas wird man nicht verarbeiten können, oder? Boah, direkt 5 Level-Ups. So liebe ich das. Das packen wir die auch mal hier einfach rein. Oh, das ist alles einzeln. Wow. Das ist krass. Also das müllt natürlich das ganze Ding hier zu. Da muss man uns nichts vormachen. Das ganze Ding ist jetzt vollgemüllt mit den... Ach, jetzt... Warum? Warum geht das jetzt, aber nicht im Inventar, wenn ich das herstelle? Das ist ein bisschen weird, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, so ist es halt. Okay, ach, wir wollten noch Unkraut holen für die Kompostkiste. Ja, so einfach Unkraut. Ah. Das Unkraut nehmen. Das wird schon funktionieren so. So. Dann packen wir die ganzen Kartoffeln hier rein. Oder die ganzen Jamswurzeln. Das Ding kann man da auch reinpacken, okay. Interessant. Gut, und dann kochen wir jetzt wie ein Weltmeister wieder. Kochen wie ein Weltmeister, ja. So sieht es aus. Da, da, da. Wir kochen los. Und das wird schon leckere Süßkartoffel sein. La 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 la. So, dann packen wir hier nochmal 100 Stück. 1000 RP und 25 Stück. 100 Stück sind es nicht. So viel RP hätte ich gerne. Ich einfach 1000 herstellen kann von denen. Dass es nicht so eine Taste gibt, wie alle von diesem Typ in die Kiste packen, weißt du? Das ist... Ah, das stört schon ein bisschen. La, la. Ich habe das falsche Ding geöffnet, glaube ich. Weil ich gerade auf die Uhrzeit geguckt habe. Ups. Yes.
So. Wieder 46 Südkartoffeln für die Kiste. Die haben wir vergrößert, die Kiste, die Lieferkiste. Oh, da hat die 300 Plätze. Das wird ein bisschen dauern. So, noch mal ein bisschen Ofen. Ich weiß, der Part ist vorbei, aber ich mache noch eine Runde. Eine Runde mache ich noch. So viel Zeit muss sein. Nein, nicht Topf. Bloß nicht Topf. Ofen. Ich sag mal wieder Kochen aufgelevelt. Schon lange nicht mehr gehabt, dass das Kochen aufgelevelt hat, ne? Dauert echt ganz schön lange mittlerweile. Wie viel Geld ist da jetzt schon drin? 30.000. Das heißt, wir haben bald die halbe Million. Oh mein Gott, am nächsten Tag haben wir die halbe Million. Aber wir machen noch eine Tour. Eine Tour machen wir noch. Ich glaube immer, dass wir bald durch sind. Weil wir halt direkt immer zweimal herstellen. Das läppert sich schon, wie viel wir da herstellen. Jedes Mal 25 Stück. Ich kann ja mal kurz in den Kühlschrank gucken. Oh, sag ich, er läppert sich. Sind zwar immer noch sehr, sehr viele Süßkartoffeln, aber man überschätzt das, glaube ich, ein bisschen, wie viel das noch sind. So, meine lieben Freunde da draußen. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von Rune Factory 4. Und bis dahin, macht das Beste aus eurem Leben. Haltet die Ohren steif. Ich weiß, ich hab's jetzt falsch rum gesagt, ich sag's normalerweise immer andersrum, aber ist mir egal, ich bin einfach ein bisschen lustig heute drauf. Liegt vielleicht an den Kopfschmerzen oder so. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Rune Factory 4 wieder. Bis dann, tschüss, haut rein. Ciao, tschüss.